Unter dem Motto Vorarlberg ist fahrradfreundlich startete das Land und die Gemeinden Vorarlbergs mit dem 9.4. in den Fahrradfrühling. Um was geht es bei dieser Kampagne genau? Fahrradfahren ist ein ganz wichtiger Teil der Mobilität in unserem Land. Es ist ein Ziel der Verkehrspolitik unseres Landes, den Anteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege deutlich zu steigern. Wir liegen österreichweit nahezu doppelt so hoch wie im Österreich-Schnitt. Dennoch wollen wir den Anteil der Fahrradwege von 14% auf 17%, das ist eine Steigerung von 20%, erreichen. Dazu bedarf es einer guten Infrastruktur, dazu bedarf es einer guten Beschilderung, aber wir müssen auch im Bereich der Bewusstseinsbildung noch intensiver tätig werden, und der heutige Tag ist daher auch der Start in eine Kommunikationskampagne unter dem Titel Fahrradfreundlich, bei der wir die Bevölkerung über die Vorzüge des Radfahrens aufmerksam machen wollen. Das heißt, Sie werden nun auch Maßnahmen treffen, werden die Straßen ausbauen, werden Beschilderungen vornehmen. Sind auch in den Zügen weitere fahrradspezifische Züge angedacht, da die Situation derzeit sehr verheerend ist? Die Züge sind überfüllt, die Menschen sind verärgert. Die Mitnahme des Fahrrades im Zug ist ein gewisses Problem. Wir haben in den dichten Zeiten während des Pendelverkehrs voll ausgelastete Züge. Hier ist es sehr problematisch, das Fahrrad mitzunehmen, weil wir die Räume für die Benutzer des öffentlichen Verkehrs brauchen. Während des Tages ist die Mitnahme des Fahrrades möglich. Hier gilt es, die Kapazitäten in Zukunft noch weiter auszubauen und attraktive Bedingungen anbieten zu können.